Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Deadlight Director's Cut. So, wir sind kurz davor, den Radiosender von dem neuen Gesetz endgültig zum Schweigen zu bringen, der nichts anderes tut, als Überlebende in eine Falle zu locken. Damit ist jetzt Schluss. Wie der Rat sagte, wir alle machen Entscheidungen. Diese Männer haben zu lügen und zu töten. Sie haben das Schlimmste in sich selbst gewählt. Aber es endet jetzt. Ganz ehrlich. What the fuck? Ganz ehrlich, Randall, weißt du, was ich noch getan hätte? Ich hätte das verdammte Ding mit der Axt vernichtet. Okay, ich versuche es. Ich hätte da noch mit der Axt draufgehauen. Theoretisch hast du nur einen Knopf gedrückt. Meinst du, die wären nicht in der Lage, zurückzukommen, den Knopf wieder umzudrehen? In die andere Richtung zu betätigen? Meinst du, das wäre nicht möglich? Jei! Alter, shit. Chillt. I don't know what you're talking about. The boy who was with you. He's no one I know. I said, throw down your weapon! It's not even loaded. Tell us where he's hiding. Throw down your weapon, or I swear I'll shoot! Sooner or later you'll tell us. Do you hear me? Was habt ihr denn für eine Foltermethode, hä? Na, hab ich's nicht gesagt? Jetzt haben sie die Radiosendung wieder on air gebracht. Hab ich's nicht gesagt, Randall? Mit der fucking Axt draufhauen. So schwer war das doch nicht. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Natürlich. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass das gesamte neue Gesetz sterben wird, schätze ich. Wir werden irgendwas auslösen. Vielleicht sorgen wir ja dafür, dass sie von den Schatten überrannt werden. Hätten sie definitiv verdient. Ernsthaft? Aber dahinter steht ja ein Kerl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wahrscheinlich muss ich ihn dann schnell im Nahkampf überwinden, solange er noch überrascht ist. Ja. Oder auch nicht. Der Kerl hat mich direkt im Visier gehabt. Der Cheater hat Autoscope an. Habe ich mir fast gedacht. A fragile looking door. I can easily break through it. Tja, das funktioniert nicht mit dem Wandsprung. Es ist schade. Kann ich hier zufällig durchkriechen? Nein, kann ich nicht. Ja, keine Ahnung. Kann ich irgendwie mit der Schleuder? Nee, die haben sie mir auch abgenommen. Fuck. Ja, keine Ahnung. Der erschießt mich ja sofort, sobald ich die Tür eintrete. Wie soll ich das bitte schön hinkriegen? Das sieht so aus, als ob hier irgendwo eine Kante wäre, an der ich mich festhalten kann. Aber das... Ach, Moment. Soll ich ihn vielleicht hierher locken? Alles klar, nicht schlecht. Ja, alles klar. Das mit dem Herlocken vergesse ich immer wieder. All my stuff's inside. Okay, all my stuff's inside. Wo kam jetzt dieses hoffentlich aus den Untertiteln her? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wo ist das denn bitte schön dazu gedichtet worden? Oh. Okay, hier soll ich lang. Was ist hier? Ich habe das Gefühl, hier finde ich wieder irgendeinen Sammelgegenstand. Oder? Weil die Richtung, in die Stella gegangen ist, nehme ich mal stark an, ist die richtige Richtung. Aha! Eine Werbebroschüre einer religiösen Sekte von einer Pazifikinsel. Eine rätselhafte Frau in Schwarz versammelt die Gläubigen. Alter, ey. Mann, ich hasse es, wenn die Texte so schnell verschwinden, dass man sie nicht lesen kann. Manche bleiben lange genug, manche aber nicht. Wie zum Teufel, macht man sowas? Warum macht man sowas? Ich würde das gerne alles durchlesen. Naja, wenn das Spiel mich nicht lässt...
Eieieiei, das ist ja ein richtiges Gefängnis. Die haben hier sich hier tatsächlich noch ein Gefängnis zunutze gemacht. Was für Bastarde. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Teil von Stellas zerfetztem Pulli. Was ein schönes Geheimnis. Was zur Hölle? Okay, all deine Sachen sind in dem Ding. Außer deinen Waffen. Ich kann nämlich gar keine ziehen. What the fuck? Take off your clothes. We have to decontaminate you. I'm fine! I'm clean! I promise! I'm sure of that. More importantly, you're a pretty girl. But we have to be sure that you aren't going to bite us. The shower will help us to be sure. Take off your clothes. Oh, please! We'll do it the hard way if that's how you want it. Naja, ich muss zugeben, das ist noch eine einigermaßen nette Methode, aber man hat ja schon gemerkt, was sie danach mit dir vorgehabt hätten. Aber die Dusche an sich war eigentlich eine gute Idee. Hurry up, we need to get out of here. Wayne, what happened to us? Where's Sam and Ben? Beide tot. They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon? Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. Alles klar. Raffinerie Harbor Island, 6. Juli 1986, 5:05. We'd better turn off the power if we want to move on. So, ich glaube, wir haben hier jetzt gerade ein neues Kapitel erreicht und wisst ihr was? Bevor ich hier weiterspiele, werde ich vorher nochmal checken, ob ich alle sammelbaren Gegenstände aus den letzten Kapiteln gesammelt habe. Tatsächlich habe ich in diesem Kapitel, bei dieser Stelle, wo alles anfängt ineinander zu brechen, eine Sache übersehen. Und zwar hier unten. Ist aber auch ehrlich schwer zu sehen, wenn man gerade um sein Leben läuft oder klettert. Hier findet man die letzte Handheld-Spielekonsole. Es gibt nur insgesamt 3 in dem Spiel und jetzt habe ich die letzte gefunden. Interessant. Alles klar, dann wieder zurück zum Gefängnis. Und wieder zurück dabei, Stella zu befreien. Let's go. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ernsthaft? Der Kerl hat in unsere Richtung geguckt und hat uns nicht bemerkt? Beschweren will ich mich nicht, aber trotzdem, ne? Realismus wäre schon ganz geil. Oh oh. Oh. Don't worry, I'm here. Mann, ey. Ganz ehrlich, Stella, du kannst doch bestimmt schwimmen. Bring mir das Schwimmen bei, wenn ich dir dafür das Klettern beibringe. Ich finde, das wäre ein fairer Deal. Davon abgesehen, wieso zum Teufel kann ich da nicht durchkriechen? Ich mag zwar nicht so mager sein wie sie, aber ich werde trotzdem durchkommen. Da passe ich definitiv durch. Alles klar. Lass mich nur machen. Okay, hier geht's nicht weiter. Schade. Ich beeile mich. We'd better turn off the power if we want. Somebody has used this door recently. Send reinforcements to check the generator area. Okay, oh Gott sei Dank, ich bin in der Lage, da nochmal am Kabel rumzuklettern. Ich dachte, das kriege ich nicht mehr hin. So, aus damit. Ist ja nicht so, als ob man in die dritte Dimension kurz verschwinden könnte, um das, um die Pfütze zu umgehen, ne? Ich meine, ich weiß, dass man sich in diesem Spiel nur in 2 Dimensionen bewegen kann, aber manchmal denke ich mir auch gleichzeitig, irgendwie ist es trotzdem relativ unlogisch. Die dritte Dimension ist ja eigentlich da, wie man am Hintergrund erkennen kann. Ich habe echt nur die Schleuder, ich glaub's nicht. Ist das scheiße. Oh, da sind all meine Sachen drin, ja, außer meine Waffen. Da ist meine Feuerwehr-Axt drin. Aber nicht meine Schusswaffen.
Der Ordner Arcadia-Protokoll enthält die Fluchtpläne der Militärbasis. Außerdem einen alternativen Fluchtplan mit Hilfe eines Ach, Alter. Soweit kann ich nicht im Voraus lesen. Guckt euch das an, der Kerl, der guckt zu uns runter. Und trotzdem bemerkt er uns nicht. What the fuck? Komme ich hier durch? Nein. Ach, da ist eine Leiter. Jetzt sehe ich sie erst. Alles klar. Power generator. If I turn this off, all hell will break loose. It'd be my pleasure. Hm. Höchstwahrscheinlich töten wir damit auch all die Menschen, die jetzt gerade von ihnen gefangen genommen wurden und in ihren Zellen sitzen. Aber andererseits besser, sie haben auf diese Weise eine Chance für ihr Überleben zu kämpfen, anstatt dass sie jetzt in Gefangenschaft unter diesen Wichsern leben müssen. Von daher, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht. Und natürlich explodiert der komplette, das komplette Gefängnis. Sofort. Wer zum Teufel war Director für dieses Spiel? Michael Bay? Oh oh. Weg, weg, weg. Yikes! Und direkt ins Wasser. Du weißt schon, dass du selber auch tot bist, oder? Ich weiß, du stehst da jetzt gerade unter Wasser und chillst dein Leben, aber eigentlich dachte ich, du wärst ersoffen, bevor Stella getötet wurde. Aber schön, dass man noch ihren Tod mit ansehen darf. Das ist doch nett vom Spiel, oder? Wenn man schon den Hauptcharakter sterben sieht, dann auch alle anderen mit ihm. Komm doch! Och, Mädchen! Okay, der Kerl hat alle Zeit der Welt auf uns zu schießen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie war das jetzt gerade unlogisch, aber ich verstehe jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was man da sonst machen kann. Guckt euch das an. Ich drücke Viereck bis zum Erbrechen. Ja. Ich brauche Hilfe, aber scheinbar lässt du dir nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade für Probleme hat. Ah. You're dead. Und er fällt nicht nur tot um, sondern auch noch durch den Boden. So sehr ist er von ihrem Tod schockiert. Okay, ernsthaft. Ich bin jetzt gerade... Ja. Ich habe mir gedacht, dass das nichts bringen wird, weil sie wird dann ja auf Dauer auch erschossen, oder? Ja, ich habe keine Ahnung gerade. Ach so, ich habe meine Waffe wieder. Ah, ich sehe es jetzt erst. Ja, lass dir helfen. Ich drücke die Viereck-Taste wie bescheuert und du kommst nicht hoch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich meinen Revolver wieder eingesammelt habe. Seit wann ist das denn der Fall? Nein, bin ich nicht. Komisch, dass die das sagen, nachdem ich sie erschossen habe. Ist das Ironie? Ist das nicht pure Ironie? Alles gut? Natürlich, sie steht erst dann wieder auf, sobald ich den Zombie für sie ausgeschaltet habe. Drama Queen. Oh, perfekt. Oh, verdammt. Ich habe jetzt erst gesehen, dass da dieses Fenster oben... Ah, dammit! So. Yo! Shit. Lauf, 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 lauf. Ach, komm schon! Diese verdammten Quickscope-Soldaten. Und sie lässt er natürlich in Ruhe, klar. Frauen werden immer am Leben gelassen, damit man noch schlimmere Sachen mit denen machen kann. Ja, ich darf wieder von vorne anfangen. Richtig. So. Meine Fresse. Nein. Hands up, intruder. You're dead.
So. So. Perfekt. Und jetzt Speedrun-Mode eingeschaltet. Und sie läuft natürlich direkt durch die Tür durch. Ja, schnell bitte. Schnell, Ja, mach mal inne! Gott, natürlich muss ich in der Zombie-Apokalypse alles maschinelle Scheiße langsam bewegen. Wieso kann ich da jetzt nicht durchkriechen? Da war jetzt mehr als genug Platz, schon eine Sekunde vorher. Ja, ach nee, wer soll das denn sonst sein, bitteschön? Captain Sherlock. Jetzt habe ich Captain Obvious und Sherlock miteinander kombiniert. Auch nett. Oh nein, oh, das war jetzt schlecht. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Warum? Was? Was sollte das denn jetzt? Ich war gar nicht mehr in der Lage, richtig zu zielen. Was sollte denn der Scheiß jetzt? Guckt euch das an. Ich bin nicht in der Lage, auf sie zu zielen. Was soll die Scheiße? Oh. Ja, das ist natürlich geil vom Spiel, wenn es dafür sorgt, dass ich direkt sterbe. Wegen irgendeinem Bullshit. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch, ohne zu sterben? Ah ja, okay, ich weiß schon, was ich tun muss. Das hier wieder aktivieren. Nein, lass mich in... Okay, ich habe viel zu spät erst gecheckt, was ich eigentlich tun sollte. Den Schrank hätte ich von Anfang an reinpacken müssen. Das hätte mir das Leben um einiges leichter gemacht. Nein! Doch nicht das machen! Das hier! Das war ja klar. Die Sau sich noch geduckt hat. So, das wird wieder hochgefahren und hepp. Alter, lass mich los, du untoter Bastard. Nein! Ach, wieso geht das nur für kurze Zeit? Ey, ihr seid scheiße. Alter, ja, jetzt kommen noch mehr. Also mit anderen Worten, wenn ich es jetzt verkacke, dann kriege ich es gar nicht mehr auf die Reihe. Alter, Randall, ich wollte schon sagen. Jetzt verarsch mich nicht. So. Yikes! Lauf! Lauf, du kleine Sau! Was zur Hölle? Wieso kann sie an den Zombies vorbeilaufen und ich nicht? Ja, klar. Ach, herrlich. Ich liebe es, wenn andere Leute die dritte Dimension sehen können und ich nicht. Offensichtlich bin ich nicht der Auserwählte, wenn ich die dritte Dimension nicht sehen kann. Und somit habe ich es auch nicht verdient zu überleben, woll? Alter, shit! Ach, Mann, ey. Ja, war vielleicht doch keine so geile Idee am Ende, oder? Wir schaffen das. Auf zu jammern. Hier durch. Durch hier, Stella. Komm schon. Wow. Diese Augen. Wow. Was waren das denn jetzt für Augen, ey?
Hope, BC, Kanada, 62 Tage zuvor, 0 Uhr 35. What the fuck? Wow, okay. Ich spiele scheinbar Randall in der Vergangenheit. Okay, Leute, allerdings beende ich den Part lieber an dieser Stelle. Wir haben die 20 Minuten erreicht und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Deadlight Director's Cut, wo wir sehen werden, ob Randall und seine gute Freundin Stella es lebend daraus schaffen werden. Ich bezweifle es ganz stark. Naja, wir werden sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.